Hallöchen Leute, ich melde mich mal wieder zurück. Und zwar ein kleines Update. Ich habe vorgestern einen kleinen Ausflug gemacht mit dem Auto und habe jetzt ein kleines Problemchen. Was ihr hier seht, ist der Getriebekasten von dem Fahrzeug. Hier kommen normalerweise die Antriebswellen raus. Anscheinend hat sich das Getriebe verabschiedet. Das Hauptzahnrad und die Rutschkupplung hier vorne sind noch intakt. Ich dachte schon, dass ich schon wieder ein Hauptzahnrad beerdigen darf. Allerdings scheint das Problem diesmal im Getriebekasten zu sein. Und ich dachte, ich mache mal ein kleines Video davon, wie ich hier bei diesem Ding das Getriebe austausche. Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen ganz interessant. So, zunächst mal müssen wir hier vier Schrauben lösen, um die Getriebeabdeckung aufzubekommen. Ich werde die ganze Zeit den Motor montiert lassen, aus dem Grund, dass ich gerade hier vorne ein ideales Ristelspiel habe, was ich nicht ruinieren möchte. Mehr dazu kann ich eventuell mal in einem anderen Video erläutern. Allerdings geht es hier jetzt erstmal rein um das Getriebe hier und was darin kaputt ist. Oh, übrigens, falls irgendeiner weiß, wo man solche Schraubenzieher herbekommt mit einer montierten Pinzette, das würde mich mal interessieren. Ich habe schon im Praktiker nachgefragt, die haben so ein Ding im Leben noch nicht gesehen. Und ansonsten habe ich ja nicht so viel in der Nähe, aber mich würde interessieren, falls einer von euch weiß, wo man so einen Schraubenzieher herbekommt, ich suche solche. Dann wollen wir jetzt mal einen Blick riskieren. Ich bin gespannt, ob ich es per Hand auch bekomme oder ob ich es wieder aufhebeln muss. Na, so. Das bekommt man heute mal so oft, das ist schön. Na. So, und jetzt schauen wir mal hier rein. Ich hoffe mal, dass man das Auto von draußen jetzt nicht allzu laut gehört hat. Wie man sieht, ist schon mal jede Menge Fett drin. Anscheinend habe ich mich das letzte Mal doch ein wenig vertan. Und ich glaube, ich sehe auch schon, was genau kaputt ist. Ich hole jetzt erstmal die ganzen Zahnräder raus. Erstmal das Kugellager hier retten. Ich sehe gerade, um das obere Zahnrad rauszunehmen, muss ich die Rutschkupplung abbauen. Denn von dieser Seite ist ein Stift drin, der dieses Zahnrad an Ort und Stelle hält und auch eine Kraftübertragung ermöglicht. Aber wenn ich mir das jetzt schon ansehe, hier war es das schon. Hier ist das mittlere Zahnrad blank geschliffen. Im Englischen heißt es Idler Gear. Wie es im Deutschen genannt wird, habe ich keine Ahnung. Ich hole das gute Stück einfach mal raus, und versuche es einfach mal da rauszuholen. Na. So. Schauen wir uns das Ganze mal an. Kamera, na los, Autofokus. Ich glaube, jetzt dürfte es scharf sein, ist sehr schwer zu erkennen auf dem kleinen Display. Ja, wenn wir uns mal angucken. Hier hat es noch Zähne und hier ist es komplett blank. Ach du Heilige. Und das Ganze habe ich mit einem Brushed-System hinbekommen. Ich frage mich immer noch, was zur Hölle ist mit diesen Zahnrädern bitteschön da drin passiert, was diesen Schaden ausgelöst hat. Übrigens, es wird noch sehr lustig sein, diese Kugellager daraus zu bekommen. Ich habe bisher noch keine Möglichkeit gefunden, die Dinger da rauszuholen, ohne sie wirklich kaputt zu machen, aber ich glaube, ich lasse mir da noch was einfallen. Im Zweifel säge ich das Zahnrad einfach auseinander mit einer kleinen Säge und biege es dann ein Stückchen auf. Ansonsten soll es wirklich mal gereinigt werden. Legen wir es erstmal zur Seite. Jetzt holen wir mal das Differential raus. Dann schauen wir da auch mal ganz kurz drüber. Da scheinen sämtliche Zähne überlebt zu haben. Na gut, das Kugellager ist unten drin hängen geblieben, aber es macht nichts. Dadurch, dass es schon ein paar Hauptzahnräder beerdigt habe, nämlich schon genau zwei mit dem Fahrzeug. Und man zwei Optionen hat, sich so ein Hauptzahnrad zu kaufen. Entweder holt man sich ein komplettes Getriebeset, wo wirklich diese drei Zahnräder drin sind noch zusätzlich und das Hauptzahnrad. Oder man holt sich lediglich das Hauptzahnrad. Und ich habe mir einmal vorsorgshalber schon ein komplettes Getriebeset gekauft. Man könnte meinen, es geht immer genau das kaputt, für das ich gerade Ersatzteile zu Hause habe. Jetzt allerdings machen wir erstmal hier vorne die Getriebeabdeckung auf und schauen mal rein. Also es fällt mir jetzt erst auf, was da für ein Dreck aus dem Ding rausfällt. Ist die Schraube da unten hinüber oder ist die bloß verdreckt? Schwer zu erkennen. Einen Moment. So, nachdem ein paar meiner konventionellen Methoden nicht gefruchtet hatten, kam einfach Onkel Eisensäge mit der Lösung an. Ich habe jetzt einfach mal aus purer Verzweiflung, weil ich habe vorher drei verschiedene Sachen probiert, einmal einen Schlitz in die Schraube reinzuschneiden, hat nicht geklappt. Dann einen Inbusschlüssel festzulöten, hat auch nicht geklappt, ist leider abgerissen, es funktioniert ab und zu mal. Also einfach den Kopf abgesägt. So, jetzt brauche ich nebenbei noch eine neue Getriebeabdeckung. Aber naja.
Dieses Stückchen Schraube, was hier noch reinsteht, das werde ich dann noch demnächst entfernen. Und ich hatte etwas Zeit nachzudenken und möchte meine vorige Aussage, dass ich den Motor nicht entfernen muss, nochmal zurückziehen. Denn dadurch, dass hier drin jede Menge Fett ist und höchstwahrscheinlich auch Plastiksplitter, muss ich dieses Bauteil hier reinigen. Und wie ihr euch da denken könnt, wenn da auch Plastiksplitter drin sind von den ganzen Zahnrädchen, wie zum Beispiel dieses hier, was man vorhin schon gesehen hat, könnte man sich doch denken, dass die sich in das neue Getriebe reinfressen und ebenfalls ziemlichen Schaden anrichten. Also werde ich jetzt kurzerhand den Motor entfernen, danach die ganze Rutschkupplung und dann haben wir hier noch dieses Plastikbauteil und wir werden dann mal sehen, wie es weitergeht. Aber zunächst erstmal den Motor raus. Und nun zur Rutschkupplung. So, wichtig ist natürlich, dass von diesen Lagern hier nichts wegkommt. Allerdings wollen wir auch nur dieses Zahnrad hier austauschen. Die Welle selbst scheint ja keinen Schaden davongetragen zu haben. Also müssen wir bloß das Zahnrad hier von der Welle runterbekommen. Und normalerweise sollte man das, ja, einfach runterziehen können. So. Damit hätten wir jetzt schon mal einen unserer Einzelbauteile vom Betriebe befreit, welche sich verabschiedet haben und anscheinend, ja, auch dieses Zahnrad hat einiges dann mit, wurde auch ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. So, ich werde dann erstmal die jeweiligen Bauteile reinigen, denn das alte Fett hier drin, natürlich werde ich noch die beiden Kugellager, die hier drin sind, gleich noch rausnehmen. Das Fett, das hier drin ist, muss natürlich raus und da gibt es viele verschiedene Methoden, die mir gesagt wurden. Unter anderem Bremsenreiniger soll man nehmen oder Aceton. Und je nachdem, wie oft diese Sachen erwähnt werden, wird auch genauso oft erwähnt, dass diese den Weichmacher aus dem Plastik entfernen und das Plastik auch angreifen können. Drum werde ich das machen, was mir ebenfalls geraten wurde, nämlich die Dinger einfach nur in Spülmittel einlegen und das Beste hoffen. Also natürlich fettlösendes Spülmittel, weil wir das auch zufällig gerade im Haus haben, bei uns wird ziemlich viel gebraten. Ja, wird das jetzt erstmal eingelegt und dann werde ich mich nach einem kleinen Schnitt wieder zurückmelden. So, nach einer Stunde Bad in Seifenwasser, also Spülmittelwasser, habe ich auch fast sämtliche Fettreste rausbekommen. Ein bisschen was ist noch drin, ist allerdings nicht weiter schlimm, weil ich vor allen Dingen dasselbe Fett wiederverwende, um das Ding zu schmieren. Was halt wichtig ist, dass ihr vor allem sämtliches Wasser aus dem Ding wieder rausbekommt. Ich verwende dafür einen Föhn auf einer relativ niedrigen Einstellung, damit ich das Plastik nicht schmelze oder verforme. Ein bisschen Geduldsspiel und für die Stellen, wo man wirklich nichts rausbekommt mit dem Föhn, gibt es immer noch Wattestäbchen. So, selbes gilt natürlich für das Fett, was man rausbekommt. Off-Camera wiederum habe ich mir nochmal genauer das alte Differential angesehen. Und mir ist aufgefallen, vor allem im Vergleich mit dem neuen Differential, dass dieses hier eigentlich nicht beschädigt ist. Es funktioniert noch einwandfrei und etwas, was funktioniert, werde ich nicht austauschen. Weswegen ich das alte Differential wieder einsetzen werde. Ansonsten haben wir hier unsere neuen beiden Zahnrädchen, die wir reinsetzen werden. Kommt wie gesagt alles schön in einem Set. Und unser mittleres Zahnrad setzen wir erstmal unsere Kugellager ein. Die habe ich natürlich auch gereinigt. So. Natürlich sollte man sicher gehen, dass die auch ganz einrasten. So. Und dann holen wir uns unsere kleinen Einzelbauteile. Hier sind noch die beiden Slipperplatten drin. Also Bauteile für die Rutschkupplung. Irgendwann werde ich ein Video machen, in dem ich die Funktionsweise einer Rutschkupplung erläutern werde. Allerdings tut es jetzt nichts zur Sache. Hier haben wir erstmal ganz wichtig unseren Schaft, unseren Antriebsschaft. Und gerade mal kurz sehen, worum hier sind die beiden kleinen Prägung, wo dieser kleine Stift reingeht. Und dann haben wir hier auch schon eine Kraftübertragung möglich. Hier kommt später noch ein Kugellager drauf. Ist es erstmal nicht so wichtig. Das kommt dann drauf, wenn diese Seite der Abdeckung drauf kommt.
Das Ding dreht sich ein bisschen hart gerade, merke ich gerade. So, das Ganze sieht auch schon ein wenig besser aus. Ich hatte lediglich vergessen, ein solches Kugellager auch auf der Innenseite hier zu montieren. Dieses Lager gehört noch hier drauf und dann kommt das Eidler hier dazu. Dazu müssen wir gerade noch wieder den Schaft hier rausholen, welcher auch mehr oder weniger fachmännisch gereinigt wurde. So. Kommt das gute Stück erstmal hier rein. So. Nebenbei habe ich schon mal wieder die Kugellager am Differential angebracht. Jetzt werde ich allerdings erstmal wieder hier den Eidler rausnehmen. Aus dem einfachen Grund von dem hier werde ich dann schließlich das Getriebe fetten. So, als nächstes setzen wir unser Differential ein. Ich bin mir noch ganz einig, in welche Richtung das ganze Ding da rein soll. Werfen mal die hier. Na. Herrlich, das Lager. So. Und an dieses kleine Zahnrädchen kommt jetzt ein wenig Fett drauf, damit das Getriebe auch geschmiert läuft. So, der Motor ist wieder eingesetzt, Ritzelspiel ist eingestellt. Jetzt kommt noch einmal die Getriebeabdeckung nochmal drauf. Die wird höchstwahrscheinlich nicht bestehen bleiben, aufgrund diverser Umstände. Wie gesagt, ich muss hier die Dings auseinander machen, die kommen jetzt nur der Vollständigkeit halber drauf, dass sich diese beiden Schrauben. Falscher Becher. Dass ich diese beiden Schräubchen hier nicht verliere. Und das ist auch der Grund, warum das Fahrzeug erstmal ein bisschen stehen wird. Ich möchte nicht mit nur einer halbmontierten Abdeckkappe für die Rutschkupplung unterwegs sein. Denn wenn mir da genug Staub oder gar ein kleines Steinchen reinmacht, weil die Lücke zu groß wird, könnte es durchaus sein, dass ich bald wieder ein Hauptzahnrad beerdigen darf. Derweil ist der Zähler bei 2. Oder was ich auch schon für Storys gehört habe, ist, dass das Hauptzahnrad ist. Glücklicherweise ausgehalten hat, dafür sich aber die Motorwelle verbogen hat bei so Scherzen. So. Und mit dieser Lücke hier unten drin mag ich wirklich nicht fahren. Deswegen werden höchstwahrscheinlich Fahrtvideos sich ein wenig verzögern. Na, es geht eigentlich, aber hier kommt mir viel zu viel Staub rein für den Moment. Da werde ich warten, bis diese Abdeckkappe wieder da ist und bis ich eine neue Schraube dafür habe. Ansonsten werde ich mich hier in dem Part höchstwahrscheinlich wirklich um Kopf und Kragen geredet haben. Aber das Getriebe ist ausgetauscht, es funktioniert. Wurde auch eben schon ein bisschen eingearbeitet. Ich habe nebenbei gerade mal auf Camera 2 Minuten lang den Motor laufen lassen, damit sich das Fett in dem Getriebe verteilt ordentlich. Und ansonsten würde ich sagen, den setze ich jetzt mal wieder auf Camera ins Fahrzeug ein und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.